So, hey Leute und herzlich willkommen zum Base Review 6. Diesmal geht es um Levin's Core von Lemon Soda. Es ist eine Farming Base und wir sehen hier Inferno-Türme, das heißt Rathaus 10. Ich muss sagen, Rathaus 10 kenne ich mich nicht so aus, nur so ein bisschen vielleicht. Aber ja, ich gebe mein Bestes. Und ja, man sieht schon, come on, ich hack nicht zu fest drauf rum. Ja, ein bisschen unterupgradet, aber naja, was soll's. Vielleicht, ich würde mich jetzt am ehesten auf die Armeelager fokussieren, dass man wirklich mit 240 Leuten angreifen kann. Und ja, aber eben, Kaserne hatte 1 auf 10 und Labor und Zauberspruchfabrik sind beide auf 5 und das ist genau wichtig. Dunkle Kaserne auf 5 und auf 5, noch nicht auf 6, also nicht so ein Lavalunien-Fan anscheinend. Lavalunien, Lavahund, ich habe noch nie ausprobiert, würde ich ungemein gerne, weil Lavalunien ist ja genau meine Angriffsstrategie. Ja, wie auch immer. Geht heute nicht um mich. Dann mit dem Upgraden würde ich beginnen mit Luftabwehr, Magiertürmen und ja, Minenwerfer sind, glaub Max, ich bin mir nicht mal sicher. Mit diesen drei und nicht mit den Inferno-Türmen und X-Bögen, weil die kosten Ladekosten. Und ja, das wird dann einfach immer teurer und deshalb würde ich einfach anfangen mit denen. Vielleicht noch das Daily-Lager ein bisschen erhöhen. Ja, vermindert die Chance auf Blitzer. Also die, die einfach irgendwie 3 oder 4 Lightning-Spells, Blitz-Spells hier auf das Daily-Lager werfen und gehen. Echt nervend. Aber gibt's halt. Und ja eben, erst später die Inferno-Türme und X-Bögen. Dann kommen wir zur Struktur. Und zwar, wir sehen ja, ein Quadrat eher und sehr symmetrisch. Man könnte die ganze Base zu 2 sägen und dann an den Spiegel halten. Und ja, das würde die Base sein. Und hier, da würde ich aufpassen, in diesem Mittelsegment sind X-Bogen und Inferno-Turm und Rathaus 10 gibt es den Freeze-Spell, also den Frostzauber, der Gebäude für ein paar Sekunden lahm legt und da würde gerade beide treffen und ja, auf das würde ich aufpassen und hier genau dasselbe. Deshalb vielleicht diese ein bisschen weit auseinander. Und ja, Resis sind doch gut verteilt, zwar 2 in einem Segment, aber was soll's. Was ich vielleicht noch ändern würde, Minenwerfer und Magiertürme sind doch eher weit außen im äußersten Ring. Würde ich ein bisschen reinnehmen, aber im Allgemeinen ist doch immer so, alles muss in der Mitte sein. Und am Schluss, das merke ich selber, wenn ich in der Base versuche zu designen, am Schluss enden solche Dinge außen, die ich doch auch innen wollte und so weiter. Naja. Dann, was auch noch cool ist, die Helden, also, ja, sind in Klamburg auch. Das ist alles okay. Und ja, eben wie gesagt, na, ich kenne mich nicht super aus mit Rathaus 10, aber das ist mal meine Einschätzung. Levinsko, kannst du mal sagen, was du von meiner Einschätzung hältst, wo du sagst, das, dem stimme ich nicht zu und wo du sagst, ja, doch, das stimmt. Würde mich interessieren und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Klarname und euren Namen in die Comments und dann seid ihr als nächstes dran. Tschüss.